Oh, wir haben hier direkt mal einen Schlitz und das in dem untauschbaren, leider Premium Gold Set, was ich noch habe. Brasilianer. Und der ist untauschbar. Oh, leck mich. Und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Heute wieder mal mit Rewards, allerdings nicht nur mit den Foot Champions Rewards von der letzten Woche, sondern mit den Monthly Rewards, und zwar Gold 3, ich weiß es gar nicht genau. Ich habe das leider Gottes schon geholt, weil ich schon mit Foot Champs anfangen wollte, es aufzunehmen. Aber mein Verlängerungskabel für meine Webcam, bei dem ihr mich gerade seht, erst heute Nachmittag angekommen ist. Tut mir dementsprechend leid, dass ihr es nicht sehen werdet, aber es war auf jeden Fall Gold 2 in den Weeklies und in den Monthlies müsste es Gold 3 gewesen sein. Wir haben die Sets im Shop, die werden wir natürlich gleich öffnen. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ich mich hier schon freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus. IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIBA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Könnt ihr auch gerne mal auschecken. Würde ich mich tierisch mal freuen, wenn ihr da mal ein Follow da lassen würdet. Momentan gehe ich da massiv runter, was auch normal ist, weil halt eben das Ganze nicht mehr so im Hype ist oder ich nicht mehr so im Hype bin. Aber nichtsdestotrotz, ihr könntet dagegen wirken und ich würde mich darüber freuen auf jeden Fall. Mir wurde gesagt oder ans Herz gelegt, Max, wenn du dein Content nicht änderst, ist auch klar, dass du keine Follower machst. Die Sache ist nur, Was soll ich an meinem Content ändern? Was wollt ihr sehen? Dann wurde gesagt, mach Pack-Openings und Foot-Champs. Okay, was wollt ihr zu Foot-Champs sehen? Wollt ihr sehen, wie ich spiele? Wollt ihr sehen, wie ich die Rewards öffne? Weil das zeige ich. Und Pack-Openings, sorry, aber das ist für mich ein Investment, was sich für die Views dann wiederum nicht lohnt. Und ich verstell mich auch nicht und ihr wisst, dass ich nicht für Views Geld ausgeben möchte. Das ist Schwachsinn. Und wenn das die einzigen beiden Sachen sind, die in der FIFA-Szene noch irgendwie relevant sind, Pack-Openings und Foot-Champion-Rewards oder Foot-Champs allgemein, aber da weiß ich nicht, was ich produzieren soll. Vielleicht wollt ihr Highlights sehen aus meinen Foot-Champs, das könnten wir machen. Aber weiß ich nicht, dann ist irgendwie die FIFA-Szene für mich genauso tot, wie ich es dachte. Ich habe halt auch keine Kooperation wie viele andere mit Battleship, Wager, was weiß ich, was momentan aktuell der Trend ist, ich weiß es nicht. Aber das kann ich halt nicht machen. Nichtsdestotrotz, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das wäre richtig nice. Wir benutzen für das 7 Minute Squad die beiden bestbewerteten Spieler. Oh, wir haben hier direkt mal einen Schlitz. Und das in dem untauschbaren, leider Premium Gold Set, was ich noch habe. Brasilianer Linksverteidiger. Und der ist untauschbar. Oh, leck mich. Marcelo. Walkout direkt im ersten Pack. Und das waren 7,5k Pack aus den Daily Challenges. Ah, oh, nee, aus den Weekly Challenges. Entschuldigung. Aber der ist untauschbar. Das ist bitter. Warum ist der untauschbar? Guckt euch an. Oh. Alter. Ich dachte, ich hätte ihn discarded. Habe ich Gott sei Dank nicht. Das ist doch trotzdem bitter, oder? Ich meine, oh. Naja. Kann man jetzt nichts machen. Mangala habe ich zumindest für eine Squad Building Challenge. Das ist schön, aber wir haben auf jeden Fall noch Gold, 2 Foot Champions, 4 Foot Champions Versionen, mindestens 81 plus aus dem vergangenen Team der Woche. Dazu ein seltener Goldset und 2 seltene Megaset. Ich sage ja immer, dass ich die Gold 3 Rewards besser finde als die Gold 2 Rewards. Vielleicht wird es mich ja heute anders überzeugen, aber das sieht schon mal für ein 25k Set richtig schlecht aus, wenn man bedenkt, dass ich gerade Marcelo gezogen habe, den ich nicht verkaufen kann. Ach Mann. Naja, Shaqiri ist auf jeden Fall nicht schlecht. Momentan der zweitbeste Spieler. Deswegen wäre der momentan der zweite nach Marcelo, den wir einbauen würden. David Villa, den jetzt mal nicht vor Shaqiri, weil er ja nach Shaqiri gezogen wurde. Michel Macedo war dann auch drin. Den könnte man theoretisch verkaufen. Ich weiß nicht, ob dafür irgendwas geht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber oh, 1000 Münzen zumindest. Nehmen wir dann doch zumindest mal mit. Ist besser als ihn zu discarden. Ja, ich will mal ganz kurz nachgucken einmal, wie viel Marcelo wert gewinnt. Ach nee, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Wir haben noch ein seltenes Megaset, noch ein seltenes Megaset und ein Gold 2 Foot Champion Set. Ich bin ja mal gespannt. Haben wir einen Schlitz in den 55k Pack? Nein, haben wir nicht. Also, wie gesagt, ich finde die Gold 3 Rewards besser. Das ist nämlich richtig erbärmlich. In einem 55k Set Acerbi. Was will ich mit Acerbi? So, das weiß ich nicht. Das ist schon echt wack. Und für Rewards, es war immer ein Gold 2, ja. Ich hatte noch 4 Spiele. Ich hätte Gold 1 theoretisch machen können, aber das ist trotzdem was, wo man normalerweise sagen müsste, ein bisschen Rewards wären schon ganz schön. Budebu und Hazard war da noch dazu. Budebu könnte sogar für ein bisschen was gehen, was daran liegt, dass es eine Squad-Building-Challenge mit Sevilla gibt. Da gucken wir mal ganz kurz nach. Und ich möchte mir auch vor das letzte Megaset aufmachen. Wir haben ja theoretische Chancen, in Form zu ziehen. Die letzten Male bei den Rewards lief auch mal ganz gut. Wir haben zwar nicht die krassesten Spieler gezogen, aber wir haben immer einen Spieler gezogen. Und, okay, Budebu ist vom Preis wahrscheinlich gleich geblieben, aber egal, das stelle ich trotzdem mal drauf. Wir haben immer Informs gezogen. Nicht die besten, aber Informs. Und diese Woche können wir zumindest nicht getrollt werden, weil das Team of the Week, also wenn da eine gute Flagge kommt, dann ist auch ein guter Spieler. Chile mit Sanchez, Frankreich mit Pogba, England mit Dele Alli. Gut, da haben wir einen Troll und da ist das der Kollege Alessandra. Dazu haben wir Argentinien mit Dybala. Okay, Lingard wäre auch noch England, aber ist trotzdem in Ordnung. Lovren mit Kroatien, Brasilien, das wäre dann entweder Ederson oder Firmino. Österreich, ich wollte gerade Australien sagen, in Austria, das wäre Arnautovic. Dazu Italien mit Perin bzw. Quagliarella, ist auch nicht so schlecht.
Brasilien könnte noch ruhiger sein. Also ihr seht, das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Die Sache ist nur, die beiden haben sich direkt verkauft. Werden wir davon einen ziehen oder eher nicht? Ich bin gespannt. Ich glaube ja persönlich eher nicht, weil ich nicht denke, dass ich hier noch was Gutes ziehen werde. Ich hoffe ja auf das andere Pack, dass ich Lozano bekomme oder sowas. Oder zumindest ein Spieler, den ich benutzen kann und nicht nur eintauschen möchte in den Squad-Building-Challenges. Seltene Megaset. Komm, mach mich glücklich. Das wird wieder. Na, nee, es wird ein Schlitz. Okay, okay, alles klar. Es wird ein Schlitz. Und es wird kein Inform, dementsprechend kein High-Money-Player. Italiener, linker Flügel, Lorenzo Insigne. Das ist aber gar nicht schlecht, 85er. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ich glaube nicht, dass er noch großartig was wert sein wird, weil die Squad-Building-Challenges mit den High-Ratings ja jetzt auch vorbei sind. Aber nichtsdestotrotz ist das gar nicht so schlecht. Warte, da kommt jemand in mein Zimmer rein. Valero und De Rossi noch dazu. Ja, Insigne geht zumindest für 10k. Das ist in Ordnung, da will ich mich nicht beschweren. De Rossi und Valero passen für auch zukünftige Squad-Building-Challenges bei mir. Ich hätte ganz gerne einen Spieler von, nicht Cedric aus Mariner, von Belvoin Victory gezogen, aber das war natürlich in diesen Sets hier nicht möglich. Wijnaldum noch dazu, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Moya, Batra und Johnson, den ich discarden werde. Das FEWC-Stadium, und Elfenbeinküste-Trikot. Und jetzt Gold 2 für Champions. Komm, bitte, also Inform wird's ja, bitte ein über 84. Also bitte ein Walkout, das wäre schön. Mal sehen, wer das werden wird. Ja, also keine Ahnung, es sind viele möglich. Algerien, rechtes Mittelfeld. Mahrez! Ja, Mensch, das nehme ich doch mit. 86er Riyad Mahrez haben wir hier am Start. Sehr, sehr gut. Das ist eine schöne Karte, mit der ich definitiv auch was anfangen kann. Also das ist doch, ja, für Food Champions, für Gold 1 oder Gold 2. War es Gold 2? Ich weiß gar nicht. Rewards gar nicht mal so. Oh, und, oh, 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 oh. Und den? Der ist lecker. Darüber freue ich mich. Muy Rosales, okay. Aber wir haben zwei 86er. Aspas sieht auch nach einer richtig kranken Karte aus. Muss man sagen, Mahrez ist auch sehr stark und Aaron Mooy ist somit der beliebteste Spieler irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Also damit kann ich mich definitiv leben, damit kann ich mich anfreunden. Das kann man auch mal so machen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Monthly Rewards waren, aber ich kann auf jeden Fall damit leben. Und das heißt automatisch, dass wir jetzt, ja, nicht AU Legend bauen, sondern 7-Minute Squad, und zwar um Marcelo und Riyad Mahrez. Warum Mahrez erst einmal angezeigt wurde und zweitens, weil der andere ja auch, also Aspas ja auch in der Liga BVA spielt. Welche Formation haben wir heute? Wir brauchen natürlich einen mit einem Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger. Und deswegen haben wir das 4-5-1. Naja gut, dann nehmen wir das doch mal. Marcelo kommt hier hin und dann kommt auf die andere Seite natürlich gleich Riyad Mahrez. Der heißt nicht Marcelo, sondern Riyad Mahrez. Ich dachte erst, wer soll das bitte sein? Also da war ich gerade wirklich verwirrt, aber okay. Und wir haben 7 Minuten Zeit, dafür brauche ich wie immer mein Handy. Und dann schauen wir mal, was wir hier so schnubbeln können. Innerhalb von 7 Minuten. Das letzte Mal lief ja nicht so gut, aber da ist die Soundqualität auch scheiße. Ich hoffe, die ist heute besser. Ich will es nicht versprechen, weil... Ja, aber es sieht zumindest auf meinem Laptop ganz gut aus. Achso, habe ich ja schon gestartet, das wäre natürlich blöd gewesen. 3, 2, 1 und go. Zack, 7 Minuten Zeit. Grundsätzlich ist das eine relativ einfache Formation, um die beiden zu verlinken. Aber schauen wir erstmal nach, was wir bei Leicester haben. Habe ich irgendwas von Leicester zufällig im Verein? Also Danny Simpson als Rechtsverteidiger. Aber warte mal, ich habe Budebu, habe ich Budebu nicht sogar als... Ich weiß nicht, ob ich den mittlerweile eingetauscht habe. Ich glaube, Ryan Budebu habe ich als... Ja, habe ich anscheinend eingetauscht. Den hatte ich, glaube ich, als Footchamps-Karte. Bin mir nicht sicher, aber wir können es natürlich auch mit Algerien verlinken und dann einfach so die Premier League gehen. Rechtsverteidiger Bellerin, genau an den habe ich gedacht, weil so kommen wir in die spanische Liga. Jetzt brauchen wir einen spanischen Innenverteidiger. Gut, wir können auch anders in die spanische Liga. Spanischer Innenverteidiger wäre Fernandes, den wir gerade gezogen haben. Das ist perfekt. Der hat einen Strong Link, das ist aber nicht schlimm. Jetzt brauchen wir noch einen spanischen Innenverteidiger Numero dort und da brauchen wir am besten einen aus einer anderen Liga. Mal sehen, wen wir da hinstellen werden. Batra wäre natürlich eine schöne Möglichkeit, weil den haben wir gerade auch gezogen. Das ist eigentlich ideal. Jetzt brauchen wir natürlich Bürki. Aber, oder einen spanischen Torwart. Aber Bürki haben wir sogar im Verein. Oh, Freunde, das geht schon wieder viel zu schnell hier alles. Ah ne, hier sind wir auch schon in der spanischen Liga. Beziehungsweise, das ist gar nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen nämlich jetzt nur einen aus der BBVA. Am besten von Betis. Von Betis habe ich, glaube ich, keinen mehr. Nee. Aber ich kann auch Budebu hier hinstellen. Das ist natürlich absolut unpraktisch eigentlich. Aber dann kann ich hier mit Algeriern weiterarbeiten. Ich weiß noch nicht, ob es noch einen algerischen Zehner gibt, den man irgendwie verwenden möchte. Benzia. Ja, theoretisch wäre das nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Bentaleb. Bundesliga geht also nicht. Mittelstürmer. Stürmer wäre natürlich der Kollege Slimani. Den wollen wir auch nicht. Okay, dann machen wir es so einfach mal so. Und dann packen wir hier hin Yassin Benzia. Und schauen mal, wie wir damit weitermachen können. Wir bräuchten jetzt noch einen Zehner aus Algerien. Das ist das Problem. Wir brauchen noch einen Zehner aus Algerien. Aber vielleicht einen guten Sechser aus Algerien. Der ist nicht gut. Lassen. Das würde zumindest Chemie geben dann, weil der spielt in der gleichen Liga. Da hätte ich schon die Variante. Taider auch.
Weil der kann man auch als 10er nehmen im Notfall. Aber nehme ich da mal als 6er. Dann tauschen wir das so rum. Dann stellen wir einen von Betis in Sturm. Ach nee. So geht's nämlich nicht. Okay. Okay, wir müssen. Nee. Doch. Nee. Das ist Kacke. Okay, alles klar. Wir bauen das anders. Wir bauen das anders. Wir nehmen einfach einen spanischen Zentralmittelfeldspieler und bauen Mahrez irgendwie mit Santi Cazorla ein oder sowas. Weil das, wie ich mir gerade vorgenommen habe, klappt leider nicht. Lowlings Wasted. Das war schon wieder ein bisschen zu naiv gedacht. Spanisches zentrales Mittelfeld. Ach nee. Liga BBVA zentrales Mittelfeld. Noch schöner, weil dann haben wir noch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel was Paulinho. Ich habe Firmino. Habe ich Firmino? Oder war das letztes Jahr? Oder hatte ich Budebu auch letztes Jahr? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich kann ich die nur letztes Jahr gehabt haben. Aspas, Mui, Fernandinho. Nee, hatte ich nicht dieses Jahr Firmino. Okay. Aber Fernandinho kann man trotzdem benutzen. Fernandinho ist jetzt aber T natürlich nicht optimal, aber es passt schon. Jetzt brauchen wir natürlich noch für Paulinho und Link, das ist Schwachsinn. Das ist. Oh. Wir regeln das anders. Wir regeln das mit der BBVA. La Liga. Ich kein Innenverteidiger jetzt, der. Ah, Laporte, doch. So, Torwart, Ter Stegen. So konnte ich nämlich jetzt Laporte nehmen, musste nicht Umtiti nehmen. Oder durfte nicht Umtiti nehmen. So, und jetzt verlinken wir weiter und zwar über nochmal Liga Santander. Und jetzt irgendwie rein in die Premier League, beispielsweise mit Paulinho und dann auf der 10 beispielsweise Fernandinho. Ah ne, ich kann auch Gabriel Jesus nehmen, der ist overpowered und den habe ich sowieso als 10er versehentlich jetzt. Ach, der ist auf der Bank. Aha. Na, dann ist natürlich schlecht. So, Jesus. Und jetzt müsste es aufgehen, wie ich es mir denke. Weil jetzt müssen wir... Ne, geht immer noch nicht auf, wie ich es mir denke. Oh, doch. Doch. Da sind natürlich jetzt nur Brasilianer und Spanier. Ne? Ja, wobei nicht ganz. Wir nehmen einen brasilianischen Zehner. Irgendeinen. Zum Beispiel, wir können wieder Giuliano nehmen. Ich habe ja letztes Mal glücklich gemacht, aber Giuliano hat nicht auf der Position gespielt, auf der er war. So, zack. Dann nehmen wir einen brasilianischen linken Mittelfeldspieler. Das ist sehr brasilienlastig, das Team, aber geht leider nicht anders. Douglas Costa und im Sturm nehmen wir einen brasilianischen Stürmer. Und zwar Wagner Love? 1,43 haben wir noch. Okay, Wagner Love können wir gar nicht nehmen. Das heißt, wir nehmen ihn anders. Und zwar nehmen wir, falsche Richtung, nehmen wir, Jesus können wir nicht nehmen, Firmino können wir auch nicht nehmen, José ist blöd, nehmen wir Jonatas. Ist mir egal, nehmen wir Jonatas. Gut, dann sind wir durch. Okay, es ist No Dead Link, das ist mal was Neues. Wir haben No Links Wasted, No Dead Link. Viele Brasilianer, aber nichtsdestotrotz haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Nationen. 1, 2, 3, 4, 5 Nationen und 1, 2, 3, 4, 5 Ligen. Kann man doch machen, oder? Ist doch annehmbar. Denke ich mal. Team sieht auch gut aus. Jetzt muss ich nur noch den Kollegen Jonatas kaufen, warum auch immer ich den nicht im Verein habe. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und ich muss noch irgendwen auf die Bank setzen. Und dann können wir, denke ich mal, anfangen. Welchen Superstar setze ich denn mal auf die Bank jetzt? Martial habe ich, glaube ich, schon auf der Bank, ne? Nee, Martial habe ich nie auf der Bank. Dann setzen wir noch Martial auf die Bank. Und dann würde ich sagen, kaufe ich Jonatas und suche dann gleich schon einen Gegner. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Wir haben Gegner gefunden und zwar ein Premier League Team mit Ederson, Koscielny, Van Dijk, Aurier, Bakayoko, Ander Herrera, Dembele, Rose, Firmino, Vardy und Jesus. Ja, brauchen wir glaube ich nichts zu sagen. Ist jetzt nicht kreativ. Ich merke jetzt schon wieder, dass die Ace Wurst Server komplett mit der Lage überfordert sind, weil es leckt. Nicht so schlimm wie in der letzten Episode im ersten Spiel, aber trotzdem leckt es und das nervt natürlich. Schade eigentlich, weil ich glaube eigentlich... Warum sage ich die ganze Zeit eigentlich, dass ein Tor wird? Nein? Marcelo. Jonatas mit der ersten Chance, nachdem Douglas Costa die eigentlich hatte. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn ausgerechnet mein 96er jetzt hier die Bude gemacht hätte. Aber leider nicht. Ich hätte eigentlich mein Jonatas-Trikot anziehen müssen. Aber gut.
ist kaum zu glauben, dass das 4-5-1 früher meine absolute Lieblingsformation war, als ich angefangen habe mit FIFA. Damals in FIFA 12, also in Ultimate Team, nicht in FIFA allgemein. Och, ich habe nicht mal was gedrückt und das ist einfach ein Foul. Eiskalt, ja okay, war auch ein Foul. Das hat sich mittlerweile natürlich stark geändert. Ich weiß noch damals mit dem Brasilianer Nene, mit Hulk, 86er Karte glaube ich, aber wie lange ich auf die gespart habe, habe ich immer noch einen auf der falschen Seite gespielt. Ich glaube, entweder in irgendeinem anderen Brasilianer, irgendeinen Außenbahnspieler, ich weiß nicht genau welchen. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit. So, was hast du jetzt vor, Kollege? Das lief ja gut. Soeben ist mir eingefallen, wer der zweite Brasilianer war. Jetzt seht ihr mal, über was ich die ganze Zeit nachdenke, während ich so eine Episode aufnehme. Nur um euch zu informieren, was vielleicht die wenigsten interessiert, aber es war Michel Bastos, der später auch bei Schalke dann nochmal war. Ha ja, gute alte Erinnerung. So, das ist jetzt die erste Ballaktion überhaupt im ganzen Spiel von Mahrez. Und er verliert den Ball nach nicht mal 3 Metern. Das, ja, das läuft. Mahrez kann offensichtlich Freistöße, ich nur nicht. Oh, der war gar nicht schlecht. Das war vielleicht mit der beste Freistoß, den ich dieses Jahr geschossen habe. Mahrez fast mit dem Tor. Ja, seine erste gute Aktion. Den Freistoß rausgeholt hat er übrigens auch selber. Nicht schlecht. Ich wollte auf den zweiten Pfosten. I love myself and I hate myself, but never switch to center back. War aber auch gut gespielt. Ich dachte, das wäre Upset gewesen, aber war es offensichtlich nicht. Ist ein sehr chancenarmes Spiel sowieso. Und das ausgerechnet mit Jesus das Tor macht, ist logisch. Und warum denn dahin? Ach so, deswegen. Okay, 1-1. Ich wollte eigentlich zurück auf Bellerin spielen, der dann natürlich die deutlich bessere Position grundsätzlich hat. Aber wir kennen ja Gabriel Jesus, der macht das Ding natürlich trotzdem rein. Mit dem schwachen Fuß vorbei an, wen hat er nochmal im Tor? Ederson, genau. Ihr seht hier, guck mal, Bellerin läuft perfekt ein, aber gut, dann halt so. Durch die Beine von Bailly, herrlich. Herrlich! Who the fuck is herrlich? Was? Also das ist rot, sorry, beim besten Willen, das ist nur rot. Warum denn dahin? Außen steht Douglas Costa mit 6 Metern Platz und Bellerin spielt den natürlich in den Lauf vom nicht freistehenden Giuliano, von dem ich leider Gottes übrigens auch nichts gesehen habe. Schönes taktisches Foul. Und der dürfte gar nicht mehr auf dem Platz stehen, der die Vorarbeit geleistet hat. War gut gespielt, keine Frage, aber trotzdem ist das nervig. Nein, er geht nicht zum Ball. Mittlerweile Pirlo auf dem Platz, der Maestro, und das wird jetzt gefährlich, weil Vardy so schnell ist, aber Gott sei Dank können wir den Konter zumindest zum ersten Moment unterbinden. Ich muss wirklich sagen, die 4-5-1-Formation, ne, sie ist halt echt, gerade mit den Arbeitsraten, die ich hier habe, von Paulinho, der immer nach vorne pusht, wo er euch dann, da der Ring super ist, auf 6 muss, sehen wir hier gerade perfekt, ist halt echt belastend und die ist echt nicht gut. Jonatas, mach dich zur Legende! Jonatas! Die Legende mit dem 2-2. Wer übrigens nicht weiß, warum Jonatas eine Legende ist, der sollte dringend mal ja, auf meinem Instagram-Account gucken und Richtung August gehen. Ja, schönes Ding, wenn auch knapp. Oh, nein! Ach, Mann. Ich wollte gerade sagen, wenn das kein Elfmeter ist, dann ist hier aber vorbei. Lorocos steht hier mit einem unglaublich dummen Foul. Jesus habe ich jetzt gerade ausgewechselt, aber ich durfte anscheinend noch nichts machen. Besten Elfmeter hat anscheinend Giuliano, aber ich würde ganz gerne mit Mahrez schießen, weil ist denke ich mal offensichtlich warum. Oh, wir dürfen sogar mit Ziel schießen. Oh, schöner Elfmeter und wir machen das 3-2. Perfekt. Gerade Martial für Opiges eingewechselt, also für Gabriel Opiges. Oh, ich hätte mal für Giuliano einwechseln sollen. Weltklasse McGee-Spin von Mahrez, aber leider Gottes nicht erfolgreich. Oh, Martial, warum kriegst du den nicht ein bisschen genauer hin? Jonatas! Jos, Junge! Oh Gott, ist der langsam. Eigentlich 75 Tempo, ne? Aber naja. Oh Gottes Willen! Wohin, Digga, wohin? Nee, nee, ist kein Foul, auf keinen Fall. Da muss jetzt ein Gegentor passieren, ne? Dann ist hier aber... Marcelo. Gott sei Dank. Oh, was? Den hält er? Das Ding hält er? Egal, wir gewinnen trotzdem. Das Ding hält er? Ernsthaft? Wie? Wow.
Kranke Parade, Jonathan, Man of the Match, jawohl. Sehr gutes Team, sehr gutes Team. Es gibt einen Schwachpunkt. Wir sehen leider nicht mal die Parade der Wiederholung. Der Schwachpunkt ist die Fortune. Naja, also die Spieler sind alle gut. Die Spieler passen alle. Aber die Formation. Gut, Jonathan ist jetzt vielleicht auch nicht überragend. Den würde jetzt nicht unbedingt jeder spielen. Ich halt, weil ich 96 bin und schlecht war er auch nicht. Aber grundsätzlich kann ich dem Team eine 8,0 mit gutem Gewissen geben. Ja, ich denke 8,0 passt. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, was ihr an eurem Foot Champs Rewards hattet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.